Drop this bass. Damit willkommen zu einer weiteren Folge von Ticket Legends. Uks vor genau noch ein Livestream, allerdings bei mir wieder ein paar Tage später. Die Crew, die arbeitet da hinten fleißig weiter. Das ist schön, wunderbar. Okay, und auf jeden Fall habe ich mir wirklich mal die Zeit genommen und habe ein paar Wizard Skulls gefarmt. Ach, das war ja wirklich Sauarbeit. Da brauche ich ungefähr 30, 40 Minuten im Nether. Bin an der Festung nur hin und her geflogen und das mit dem Probieren, eigene zu farmen, hat nicht geklappt. Okay, und jetzt habe ich hier einen Saphir-Glas-Käfig gebaut, der Wizard-proofed ist. Denn den Wizard spawnen wir am besten hier. Dafür haben wir ja das und das. Und dann habe ich schon ein paar Sachen gesammelt für unser, ja, sag schon, für das Ritual. Und zwar habe ich uns so einen Seelengreifer gemacht, da uns ein Spawn-Eimer gemacht oder so ein, ja, Spawn-Ei in der Hinsicht. Und jetzt erstmal wegfliegen. Den nochmal kurz chargen. Und mal gucken, ob es was von unseren Basalt-Bricks wegsprengen tut. Was ich mal nicht hoffe. Na komm, mach Boom. Oder dauert das wirklich? Aber okay, ja, doch, den Server dauert das ein bisschen länger. Und auf jeden Fall können wir uns danach in einen Wildersworn bauen. Da verbrennt ein Zombie. Lustig. Jo, na komm. Ich hab gedacht, das geht schneller. Ich hab wirklich gedacht, das geht schneller. Und auf jeden Fall haben wir dann einen Netherstar. Haha, ein Netherstar. Ich werde nicht wieder. Komm, ich will die Folge nicht allzu lang machen. Ach, der Wizard wieder. Okay, wir können ja nochmal hier kurz gucken, aber wir vielleicht uns einen Spawner schon haben. Night Vision an. Sieht nicht so aus, als ob hier irgendwo was ist. Hier arbeitet die Crowy. Sieht nicht so aus. Schade. Okay. Dann gucken wir mal, ob das User endlich gesagt hat, ja, ich bin bereit. Noch nicht ganz, aber fast. So, und ich kann ja mal kurz zeigen, was wir alles im Livestream gemacht haben. Den ganzen Bereich hier. Ein Eingang. Eine Karte, die gerade leicht verbuggt ist. Was bestimmt durch die Night Vision kommt. Nochmal umdrehen. Nö, ist gerade ein bisschen verbuggt, aber macht jetzt nichts. Hier kommt ja dann unser Bett hin. Hier hat man den kleinen Raum für unsere Soldaten gemacht. Dann machen wir auf der anderen Seite einen Raum für unsere Arbeiter machen. Und? Jo, er ist drinne. Und wir hauen ihn und hoffen, dass er uns nicht gut Schaden macht. Nun, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Komm. Bum, 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 bum. Hier ist alles okay, wunderbar. Ja, jetzt bist du vor Pfeilen und so geschützt, aber das macht uns nichts. Wir hauen dich ja mit unserem Morningstar. Komm, hau, hau, hau. Immer drauf, immer drauf, immer drauf. Ja, das merkt man wirklich, der Server leckt ein wenig. Ein wenig ist gut. Ich habe jetzt schon mehr RAM zugewiesen. Oder zuweisen lassen für ein paar Euro. Normal so ein bisschen den Leck entgegenzuwirken. Allerdings kann es auch natürlich sein, dass es durch den vielen Junkloader kommt. Das kann natürlich auch sein. Ich muss unbedingt da drüben das ME-System komplett leer pumpen. Da können wir eigentlich jetzt gleich mal drüber weitermachen. Und jetzt haben wir das Division Sigil. Netherstar hat der EMC. Jo, der hat EMC. Wunderbar. Was wird hier produziert? Refined Iron. Okay, das können wir eigentlich jetzt mal abstellen. Damit wir da aufhören können. Komm, bau sie ab. Dankeschön. Okay, das tut jetzt hier noch ein bisschen. Nö, nee, ist einwandfrei alles zu Ende. Was haben wir jetzt hier drin? Wie viele Seiten? Na, 63, das geht.
Dann nehmen wir uns den raus. Hier tut es ja nichts mehr reinpumpen. Das ist alles leer. Da können wir die nämlich wieder. Komm, Basalt, wunderbar. Da haben wir jetzt hier Refined Iron rein. So, was haben wir jetzt hier? Kohle. Nö, da hören wir auch auf. Die Torch kann weg. Der Dark Matter. Haben wir jetzt eine Kohle bekommen, dass wir die geben können? Da rein. Nein, natürlich nicht. Okay, da haben wir jetzt hier drüben Kohle rein. Hier oben. Das kann alles weg. Kohle. Wunderbar. Da können wir dann nämlich endlich die Chunkloader wegtun. Oder den halt aufs Minimale setzen. Was haben wir jetzt hier? Nee, Rubber. Rubber. Nein, Dark Matter brauche ich nicht, gar nicht reingucken. Ich muss in die Kiste gucken. Kiste. Ja. Einmal Cobblestone kaputt machen, bitte. Den weg und den weg. Dann kommen wir hier. Dom. Kommt, baut euch ab. Wir brauchen euch jetzt gerade nicht mehr. Schade, dass es von der Mod keine French oder so gibt, wo man die eher simpler abbauen können. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber naja. Machen wir es halt mit der Spitzhacke. Geht auch. Es dauert zwar wieder mal ein bisschen länger, weil das wieder nicht akzeptiert wird. Jetzt aber. Was hat man? Kohle, also die zwei hat man, dann brauchen wir hier was. Hier brauchen wir Sand. Wie viele? Ach du Scheiße, das sind über 200 Seiten. Und Silikon haben wir auch über 200 Seiten. Holy crap! Das und das. Und das und das. Also vierer können wir noch machen. Und die werden wir auch noch machen. Und zwar nehmen wir da. Den hier. Den hier. Den hier. Und was haben wir hier? Ich weiß es gerade nicht. Tin nehmen wir auch mit. Perfekt. Kommst du? Will er nicht? Ja, er will. Müssen wir nur hier alles wieder abbauen. Und hoffen, dass es möchte. Danke. Einfach mal ein wenig Geduld zeigen, dann passt das. Meistens geht es nach 2-3 Sekunden weg. 1, 2, 3, 4, na gut, 3 bis 4 Sekunden. Dann passt das. Blob, blob. Wunderbar. Jawohl. Gut, den hat sich akzeptiert. Dann machen wir den jetzt. Jetzt oder gar nicht. Blob weg, blob weg. Jetzt warten wir auf den. Und dann nehmen wir uns den hier oben noch. Dann nehmen wir noch die Vierer hier mit. Dann haben wir bald das ganze System leer. Und dann können wir alles wegnehmen. Ja, machen wir so. Saphir. Hat geklappt. Und dann Delion. Rose Red, na gut, dafür brauchen wir immer mal was. Und Tin. Tin, Tin, Tin. Tonnenweise Tin.
Da kann das wieder ein paar Stunden arbeiten. Dann können wir die ganze Kabellage hier wieder wegnehmen. Dann machen wir hier einen Farbstoff und einmal Lapis. Und hier den anderen Farbstoff und Tin. Perfekt, okay. Da wird das nämlich drüben in unserem E-System gepumpt. Das dauert zwar wieder mal ein paar Tage bis Wochen. Dam. Den Nether Cube, den tun wir in unseren Table rein. Dann haben wir ein bisschen was zum Bauen. Ah, da müssen wir bloß ein bisschen suchen. Nether, hammern. Gucken wir mal, wie wir den benutzen können. Used. Für ein Bacon. Nether Star Generator. Was macht der mit denen? Haben wir ein paar schöne Blocks und Tapes, Computercraft. Ein Angel Ring, da können wir fliegen. Aber dafür brauchen wir halt noch die Unstable Ingots und dann müssen wir das Sigil noch stabilisieren. Also zumindest erstmal stabilisieren ist gut gesagt. Dafür brauchen wir den Enchantment Table, 8 Redstone. Nicht Rest, sondern Red. 1, 2, 3, 4. G10 brauchen wir nicht mit laut. Seht ihr ja. Das hat kein EMC, das ist gut so. Das können wir hier hinhauen. Die können wir rein. Ah, unser Bogen, der tut sich langsam und gewaltig reparieren. Ja. Unser Tier habe ich schon gemacht. Da habe ich uns den Seelengreifer gemacht. Da habe ich immer geguckt. So, und da brauchte man halt Endstone, so einen Haken, Pisten und zwei Obsidian. Ganz simpel zu craften. Und jetzt gucken wir mal, wo wir unseren Bereich aufbauen, um dann das Siegel zu aktivieren. Da würde ich mal sagen, machen wir hier hin. So. Der war fail. Mal wieder. Ich hoffe, ich rede noch laut genug. Und jetzt können wir mal das Siegel nehmen, shiften. Das ist außerhalb, es fehlt halt nur noch die Nacht. Okay, hier werden wir doch wieder was anderes. Wir werden uns hier mit Bienen beschäftigen, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Subassistent an. Dann können wir hier schön langlaufen. Wie ich hier den Boden und die Wand mache, weiß ich auch noch nicht. Das können wir auch wieder mal im Livestream machen. Ach. Schönes Ding. Jetzt heißt warten. Warten auf die Nacht. Dass wir uns dann einen Builder's Wand craften können. Unsere Silk-Touch-Spitzhacke haben wir schon. Den Bogen habe ich mal verzaubert mit 11 meinen Leveln. Und vor allen Dingen kriegen wir dann Cursed Earth. Da können wir mit der Silk-Touch-Spitzhacke abbauen. Das ist doch wunderbar. Okay, warten wir bis zur Nacht. Was nicht mehr lange dauern wird, weil, oder? Ne, wir haben erst Tag. Okay, das ist natürlich mau. Und im Nether geht's nicht, weil es braucht Mondlicht direkt von oben. Okay, was machen wir da in der Zeit? Bauen wir erstmal noch ein bisschen weiter am Haus. Allerdings würde ich sagen, mal für die Folge sagen, danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert, liken, abonnieren, ansonsten halt nicht, je nachdem, wie es euch begehrt. In dem Sinne, haut rein und bis morgen.